Good morning, this is Women and Eggs, we don't want to die in hospital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonjour, Monsieur, Dame, c'est les femmes et les oeufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Thema ist Vorsorgevollmacht. Ich lese dazu aus dem Vorsorgehandbuch der Stiftung Warentest vor. Ich tue das, weil ich zurzeit von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath beraten wurde und der meint, eine Beratungsleistung erbracht zu haben zum Thema Patientenverfügung. Unschöne Situation, muss aber jetzt sein, ich muss mich kundig machen. Deshalb gibt es auch ein paar Folgen mehr in kürzeren Zeitabständen. So, ich bin auf der Seite 31, das muss in einer Vorsorgevollmacht stehen. So. Als erstes, es gibt Hilfe zum Ausfüllen und Formulare für Vorsorgevollmachten auf der Seite F17 und den Seiten danach. Und es gibt Formulare für die allgemeine Vollmacht und die Vereinbarung im Innenverhältnis. Ja, kann man sich mal angucken. Es gibt noch ein anderes Buch der Stiftung Warentest. Ich weiß gerade nicht, wo ich es habe. Hier ist es. Das heißt Patientenverfügung. Das hier deckt noch ein paar Themen mehr ab. Da geht es auch um das Testament oder ein Thema mehr ab. Da geht es auch um das Testament. Das ist hier nicht mit drin. Da werde ich auch noch reingucken. Das Buch kostet 3 Euro mehr, gefällt mir aber ein bisschen besser. Das muss in einer Vorsorgevollmacht stehen. Wie bereits beschrieben, sollte eine Vorsorgevollmacht nach außen möglichst umfänglich und uneingeschränkt gelten. Daher wird am besten eine allgemeine Vollmacht zur Vertretung in allen finanziellen, rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten Generalvollmacht erteilt. Wer Wert darauf legt, kann einzelne wichtige Bereiche als Beispiele nennen, etwa Entscheidungen zum Mietverhältnis, zur Immobilienverwaltung oder zu einer Haushaltsauflösung. Gut zu wissen. Je allgemeiner die Vollmacht gehalten ist, desto besser. Werden viele Einzelaufgaben benannt, steigt das Risiko, dass alle ungenannten Aufgaben von der Vollmacht nicht erfasst sind. Spezielle Anweisungen, beispielsweise zur Art und Weise, wie das Vermögen verwaltet oder eine Pflege organisiert werden soll, legen Sie besser in einer gesonderten Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten im Innenverhältnis fest. Die Vollmacht soll in der Regel eine gesetzliche Betreuung überflüssig machen. Um sicherzugehen, dass das passiert, kann sie eine entsprechende Formulierung enthalten. In der Vollmacht können Sie bereits festschreiben, wer im Falle einer Betreuung der gesetzliche Betreuer sein soll. Das kann neben dem Bevollmächtigten auch eine andere Person sein. Einige Bereiche müssen ausdrücklich in der Vollmacht benannt sein, wenn der Bevollmächtigte hier tätig werden soll. Einige Bereiche müssen ausdrücklich in der Vollmacht benannt sein, wenn der Bevollmächtigte hier tätig sein soll. Okay.
Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten. Das geht ja um eine Vorsorgevollmacht und wahrscheinlich muss dieser Bereich gesondert genannt werden oder nicht. Naja, wir werden sehen. Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten. Die Vollmacht kann auch Entscheidungen in Gesundheitsangelegenheiten umfassen. Soll der Bevollmächtigte über schwerwiegende medizinische Eingriffe, über den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen entscheiden, muss dies ausdrücklich in der Vollmacht stehen. Es ist hilfreich, wenn Sie bei der Formulierung Bezug auf Beschluss 1904 BGB nehmen. Bürgerliches Gesetzbuch. So. Sollte man vielleicht auch mal vorlesen. Wenn das der zur Patientenverfügung ist, dann habe ich den schon vorgelesen. Ich weiß nicht, ob das 1901 oder 1904 war. Macht ja nichts. Gut zu wissen. Bundesrat und Bundestag diskutieren aktuell darüber, ob Ehepartner künftig auch ohne schriftlich vorliegende Vollmacht in Gesundheitsfragen füreinander eintreten können. Eine solche Änderung würde aber frühestens im Herbst 2018 in Kraft treten. Das Gesetzgebungsverfahren war bei Drucklegung dieses Ratgebers September 2017 noch nicht abgeschlossen. Mit der gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung wurde auch die Rolle des Bevollmächtigten klarer benannt. Liegt eine Patientenverfügung vor und sind sich Arzt und Bevollmächtigter darüber einig, dass die Patientenverfügung auf die konkrete Situation zutrifft und dem beschriebenen Willen entspricht, müssen beide entsprechend handeln. So. Okay, dann geht das hier wahrscheinlich mit Beschluss 1904 Bürgerliches Gesetzbuch weiter. So, ich hole das jetzt und dann mache ich da weiter. So, tschüss.